Turbine. Was geht YouTube? Und ihr hört schon, Turbine ist angesagt. Und heute ist endlich Anton mit dabei in dieser Folge. Wie geht's dir, Digga? Was geht ab? Wieso endlich, Digga? Du bist doch erst Level 18. Ja, aber das ist trotzdem, glaube ich, schon die 6. Folge. Ach so, okay. Ich level nicht so schnell, weil es ganz schön schwierig ist. Das wirst du auch gleich sehen. Ja, genau, Leute. Anton ist jetzt mit dabei und vielleicht jetzt so ein, zwei, drei Parts am Stück oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Lobby gefunden. Turbine ist angesagt. Ich wollte gerade noch Streaks einpacken, habe ich jetzt aber leider nicht mehr geschafft. Deswegen spielen wir ohne. Hatte ich Anton natürlich erstmal schön gesnaked. Übrigens habe ich das schlechteste Elsat-Aim seit der Erfindung des schnittigen Schnitzbrots, habe ich gestern gemerkt, als ich mit der Elsat gespielt habe. Zuckst du Elsat oder was? Ja, also ich will halt mit drei aufsetzen. Weißt du, mit Schalldämpfer ist halt ganz nice, aber ich kann ohne schnell ziehen die Elsat nicht spielen, deswegen geht's noch nicht. Ich muss erstmal warten, bis ich dieses freigeschaltet habe, dass man so drei Primärwaffenaufsätze hat. Wir haben natürlich hier exakt den gleichen Laufweg. Ey, Marcel, auf dem Account müsstest du doch eigentlich mehrere Freischalt-Token gehabt haben, oder? Nee. Oder hast du nur Orbi freigeschaltet? Ich hatte dauerhaft freigeschaltet, habe ich dummerweise C4, Digga. Dann ist mir aufgefallen, man kriegt Plünderer erst ab Level 55. Das heißt. Das war's komplett. Das war wirklich dumm. Hier ist einer hinten. Oh nein, Digga. Ah, belastend. Mann, ja, der ist immer noch da auch hinten. Er ist der Beste. So, okay. Ach, stimmt, das ist ja hier ungeschnitten, Digga. Das war... Genau, ungeschnitten. Weil... Okay. Ja, Leute, das muss man immer dazu sagen, wenn man mit YouTubern aufnimmt, weil da wird hin und wieder auch mal was gedroppt, was dann nicht so gut wäre im Video später. Aber es ist bei jedem YouTuber gleich, es ist jetzt nicht so bei Anton oder bei mir, sondern es ist bei jedem so. Jeder hat so sein Codewort. Ja. Weiß, dass man es rausschneidet. Oh. Whoop. Ach, hier ist noch einer. Oh, der hat ein Schild. Er hat ein Schild. Da war noch einer, Mann. Belastend. Ich versuche erstmal auf chillchen Orbi zu spielen. Das wäre halt geil. Also Leute, da könnte Anton mir halt helfen, weil er meinen Score natürlich ein bisschen erhöhen würde. Indem er halt selber, wir sind bei, du hast 25 Punkte bis jetzt. Ja, Bro, Digga, ich 25, wie das da steht, Digga, so gut. Ich sehe gerade niemanden. Bravo, Digga. Bravo. Dass man nicht unbegrenzt sprinten kann, das fuckt mich so krass ab, ne? Das ist schon ein gutes Feature in den neuen CODs. Ja. Nein. Als ob jetzt einer hinter mir ist. Kommt der? Wo ist der? Ja, Digga, GG's, Mann. Okay, einer ist da bei B in der Mitte. Vor den? Nein. Meins. Oben ist einer noch, bestimmt. Hinter uns gleich. Ja. Warte, jetzt überlege ich mal, ob ich das schlage. Alle bei A. Oh mein Gott, ich habe das zu viel so... Okay, warte, bei A sind noch welche. Pre-M bei A. Ja, ist hier der Schild, oder? Ist das hier der Typ mit dem Schild? Ne, der ist down, okay. Nice. Okay, jetzt spawnen die hier irgendwie. Ich schwitze kurz auf Orbi. Einer kommt hier hoch. Ja, das ist ein easy kill. Alter, hätte mich was gesniped, ne? Echt? Ich wollte ihn klauen. Ja, ein Meter meinem Körper vorbei. HC, okay, jetzt. Ah, hier kann man so geil stehen. Das ist einer meiner Lieblingsspots, Leute. Guck mal hier. Geil, nice. Digga, war One-Shot. Nice. Aber es ist noch geiler, wenn einer unten steht, Digga, weil dann denken die, du bist. Die sind auf dich konzentriert, Digga. Achso, ja. Okay, einen habe ich auf jeden Fall geholt. Okay, da hinten sind die jetzt. Ja, ihr seht, Turbine ist immer fast-paced, gerade in 6 gegen 6. Traum. Oh, was? Nein! Ah, ein Millimeter vor Orbi, Digga. Ja. Er ist gespawnt und hat mich direkt wegge... Oh nein, die Killcam, Alter, war so frustrierend. Ein Millimeter vor Orbi, Digga. Ich hab auch Konterdrohne. Soll ich jetzt C einnehmen? Oh nein! Oh mein Gott, hab ich ihm die Ehre genommen. Oh, er hat sogar eine geile ein. Okay, ich überlege, ob ich C einnehme. Dann hab ich fast Orbi, Digga. Ich versuch's. Sie haben auch die Vorhaut genommen. Oder nur die Erde? Nur die Ehre. Ah, da oben ist einer, Mann, scheiße. Nein, warte, er snipet mich. Ab, ich komme. Er snipet mich. Digga, ich. Da, weißt du, was das Krasse ist? Ich habe ihm schon vorher One Bullet geschossen. Das ist das Lächerliche. Ich hab ihn. Ich hab dich gerecht. Hätte ich den Eroberungsabschluss einfach bekommen, hätte ich Orbi gehabt. Das sind solche frustrierenden Szenen einfach. Genau das. Ich hätte auch Orbi gehabt, Digga. Ja, das war so eine richtig geile Marcel-Szene, Digga. Let's go. Hat sich das C4 freischalten doch gelohnt für den Kill. No, Mann. Für einmal werfen. Komm, jetzt auch zu A. Oh, warte, das könnte ein Quadfeed werden. Wenn er sich nicht weggedreht hätte, Mann. Okay, ich habe wieder Drohne-Konter. Bei mir läuft die Runde richtig wenn du gut. Also, wir sichern A. Ja, ich glaube, schaffst du nicht mehr. Nee, never mind. Nein, kommt ich habe mich hingelegt. Was? Ich habe es nicht geschafft, weil ich zweimal gechoked habe. Ich war schon bei dir. Ich habe so gechoked, das ist so lächerlich, Digga. Das hättest du sehen müssen. Ich hätte es easy schaffen müssen, die Flagge zu holen. Nein, Digga! Der hat so gelacht, Alter, von Digga. Wo kommt ihr die ganze Zeit? Warte, ich bin wieder kurz vor Orbi, 2 vor. Nein, ey, so unlucky bei mir. Ja, unlucky hast du es angewöhnt, sehr gut. Da ist einer. Verlieren B. Oh,
Ey, wirklich jetzt lächerlich. Wieder kurzer Orbi da und ihr Leute, ihr seht das, das ist so eine Pechrunde einfach, aber die macht an sich Spaß. Turbine. So. Digga, ich hätte einfach die Flagge sichern müssen, Mann. Das ist wirklich eine lächerliche Runde. Komm her, Bruder. Der Snipe da hinten wieder im Headglitch, dieser Hund. Krieg ich den irgendwie? Komm, versuchen es einfach mal Full Risk. Jawohl. Da hinten ist noch einer. Ah, AFK. Komm her. Oh, Leute, also ohne Scheiß, die Runde läuft. Hast du alle? Einer noch. Oh, nice. Hab ihn. Warte, die C-Flagge noch sichern. Das könnte ich auch schaffen mit meinem Team. Ja, warte, das schaffe ich noch. Ich bin wieder 1 vor Orbi. Ich bin wieder 2 vor. 2 vor Orbi. Und Drohne-Konter habe ich noch. Nein, ich wollte die Killcam haben. Boah, ich hab richtig solide gespielt. Killduell geht an dich, Digga. Chill mal, hätten wir am Anfang gesagt, das ist ein Killduell, hättest du jetzt 30 Kills mehr als ich. So. Nee, ich hab's erst mal auf Scoreboard geguckt. God to love you, God to love you. Okay, so, ich bin, also wenn ich jetzt ein Orbi nicht schaffe, Digga, dann, ich hab auch, gestern habe ich in der Folge auch einmal gesagt, oder vorgestern, ich breche das Road to Commander ab, wenn ich das Waffenspiel nicht gewinne, und da lag ich so voll weit hinten im Waffenspiel. Aber ich hab's dann gewonnen. Okay. Okay, komm, gehen wir auf B-Flagge. Ja, genau, du guckst, dass von der Seite keiner reinkommt. Okay, Digga. Ja, Digga, ich weiß schon, was ich machen muss, Digga. Das ist Full Risk, Digga. Einer kommt von vorne, bitte, heilige Mutter Maria, lass mich hier durch! Okay, warte. Oh mein Gott, ich bin EMP-granatet. Ja, ich helfe dir jetzt vorne. Einen habe ich. Ich bin so EMP-granatet, Digga, wann hört das auf? Okay. Boah, EMP-Granate bin ich auch. Hab einen, hab Orbi. Boah, das waren zwei Double-Kill. Ich bin immer noch EMP-granatet. Boah, fuck, Alter, was geht hier ab? Boah, hier sind ja alle, Digga. Nein, die sind alle vorne aus Roska. Ich hab Orbi. Ich hab auch Orbi. Orbi und EMP. Sauber. Ich bin gerade richtig im Gegner-Spawn, oh mein Gott. Da hinten, der campt da am Stein. Okay, ich nehme erstmal die hier, ganz entspannt. Und da ist ein Sniper. Ich hab noch Orbi, ne? Kannst du ganz geschickt aufs gehen. Okay, okay. Bei mir läuft gerade richtig gut, Digga. Den äußeren will ich haben hier, komm an. Okay, nice. Okay, ich hab auch, ja genau, hau mal raus. Hier rausgehauen, ja. Oh Mann, der läuft die ganze Zeit weg von mir. Orbi raus. Junge! Boah, ich bin gestorben, Digga. Ich bin EMP-Granate, ich muss weg. Ich hab auch wieder Orbi, ich muss weg, Digga. Oh mein Gott, Digga. Run. Ich muss so los, Mann. Ey, also ich schaffe meinen Nuklear auf jeden Fall nicht mehr, Digga. Nein! Warte. Er wirft den Nate. Du musst B sichern, Digga. Dann wirft den Nate, Digga. Ich bin grad so am Kämpfen. Ich kann's noch schaffen, theoretisch. Wenn's geht, lass die zu B vorlaufen. Der Erde. Warte, ich bin auch noch auf Streak, Anton. Ja. Ich hab Orbi wieder, ich hab Skrupel los. Ah, Digga, das wird schon hart. Ja. Ich hab Orbi rausgehauen, ich bin voll der Idiot. Digga, was ist das? Mann. Er ist auf den Trickshot gegangen, habt ihr es gesehen, Leute? Er hat sich gedreht. Ja, alle sind jetzt bei dir da hinten, also. Kannst du schon schaffen. Hast du noch ein Orbi? Nee, noch nicht. Ich hab erst Skrupel los, aber ich hab grad todeskrasse Position, Digga. Hier nehme ich jetzt einfach mal schnell mit. Der ist da hinten in dem Ding. Mann, Alter, ich habe keine Dings, Alter. Bei mir ist es so knapp, Digga, das ist so krank. Ich kann die Kills lassen, ne? Ich nehme eh nicht auf. Oh mein Gott, Digga. Ja, aber das, ich glaube, also das ist, glaube ich, auch möglich von Herrschaftspunkten. Hol den rechts. Das müsste schon ein Wunder passieren. Unnachgiebig, ja, Digga, das schaffe ich nicht. Hast du den? Doch, kannst du schaffen. Ich lasse den Spawn. Ich hab Orbi raus. Jetzt wird's knapp. Du hast perfekten Spawn, ich bin tot. C4. Ich habe noch keine Kugelweste frei. Aber ich habe richtig. Also die Runde kann man sich richtig gut angucken, Mann. Ist nice. Da hinten. Ich habe jetzt unnachgiebig. Jetzt muss ich eine Abschlusskette machen, nehmen wir. Digga, das wäre die krasseste Abschlusskette der Welt, die du machen müsstest. Jetzt habe ich auf einmal bei mir voll viele Gegner, das ist so lächerlich. Nochmal EMP. Ah, ich wollte EMP gerade noch raushauen. Ja. Ja, war keine schlechte Runde, ne? Mhm. Ja, solche Kills liebe ich mal, wie die Treppe runter. Aber Turbine ist eh immer so typisch, Marcel. Wenn man alleine spielt, macht man eben Maximum eine Double-Nuclear. Aber die Kills haben wir uns halt gegenseitig. Double-Nuclear habe ich selber, glaube ich, auch noch nie gehabt auf Turbine, ohne Scheiß. Also, echt nicht? Nicht mal Multiteam? Ja, gut, Multiteam kann sein.
Ja, ich glaube schon, dass er Multi. Multi habe ich immer auf Streaks. Also, ich habe ein richtig cooles Gameplay in 120 zu 0. Das ist ganz nice. So, ich weiß gar nicht, ist mein höchstes Flawless? Ne, mein höchstes Flawless ist 126. Auf Raid, oder? Mein höchstes Flawless? Du hast doch einen Flawless auf Raid. Ja, stimmt. Aber mein höchstes ist auf Yemen. Warum auch immer Yemen, Alter. Okay, die Streaks sind eigentlich ganz sexy aus, die ich schon habe. Ich habe jetzt die B23R frei, da kann ich die auf jeden Fall schon mal hier reintun. Zack. Und hoffentlich kriege ich jetzt bald dieses Primärwaffe. Okay, auf 22 oder so. Okay, die Lobby ist jetzt dieser Snipes in unserem Team, der wäre natürlich jetzt ins Gegnerteam wahrscheinlich, wird er jetzt kommen. Tippe ich einfach mal. AfD im Clan-Tag, läuft bei ihm. Richtiger. Naja. Okay, also, so. Ich will mich nicht politisch äußern auf YouTube, Leute, ihr kennt den Hasen. Okay, Overflow. Ja, ist halt auch. Guck mal, das Ding ist. Oh, warte, er ist rausgegangen. Oh mein Gott, was für ein Ehrenmann, Digga. Oh, die Lobby ist jetzt echt gut, Digga. Boah, ich werde ihm so gerne ein Plüschtier kaufen. Ja, also der Julian, der 83 da unten, der gefällt mir. Boah, Digga, die Teams sind noch viermal durchgetauscht worden, jetzt geht's endlich los. Ja, also das ist jetzt, ihr seht, Barca-Luck ist am Start in dieser Episode von den Lobbys her. Boah, ich hab Black Screen. Ah, jetzt kommt's, okay. Kannst du mir noch sagen, wo Meltdown liegt? Also hier ist ja Peshawar, Pakistan. Weißt du noch, wo Meltdown ist? Gott, Alter. Warte mal, Belutschistan Klippen oder ja, sowas? Was, ich schwöre es dir, Digga. Ach, ist es das sogar direkt? Ja, Belutschistan Klippen. Aber ich weiß nicht, welches Land das steht. Ah, Digga, so geil, dass du das noch weißt, Mann. Das macht mich so glücklich. Nee, das erste, was mir eingefallen gerade ist. Wusstest du auch nicht, welche Map? Boah, ich renn hier so rüber. Ey, Digga, Mann, ich liebe. Ich weiß hier. Kann das alles so auswendig, Digga, die Laufwege. Oh, warte, ist da oben. Nein, 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 nein. Oh Gott, er ist so schlecht, ich hab's überlebt. Okay, kommt sicher direkt dem. Oh mein Gott, er ist so schlecht. Hup. Digga, sicher. Oh, bei mir läuft's unnormal krass. Ich bin der beste BO2-Spieler geworden, Digga. Komm her. Unten kommt einer. Oh, alle sind hier, bei Digga. Mir. Hab ihn. Noch einer. Zu dem. Ist hier noch einer? Müsste hier in der Ecke gespawnt sein. Hier. Nein! Oh, er hat sich echt bewegt. Ich dachte, er ist AFK, Digga. Wo ist denn der? Ja, der war da in der Ecke. Ah, da in der Ecke. Okay, warte, ich versuche ihn jetzt zu holen. Digga, er ist weg, er ist verschwunden. Ich schwör's dir, ich dachte erst. Nein, er ist so. Digga! Ach, weil er Geist hat und einmal, weil er kurz saß. Ich glaube, wenn man in der Ecke sitzt, wird man angezeigt, ne? Deswegen, er hat das Fake-Play gemacht. Oh, belastend. Ich spiele übrigens die Vector, Digga. Ist auch so eine geile Waffe im Übrigen. Gib mir die Frage. Der Vector ist übelst nice. Oh, ich hab Pitmarker kassiert, ja. Sniper. Das ist schon wieder. Digga. Da oben kommt gleich, ja. Ne? Schnell weg. Okay. Aber jetzt kommen hier zwei. Nein, ich habe mich falsch entschieden. Boah, aber die Runde macht ultra Spaß, Digga. Bruder, oh die Lobby Gott. Ist richtig gut. Die Lobby, ich schwör's dir, ist echt gut, Lobby. Oh mein Gott, Digga, let's go. Lol. Ohne Plünderer, Digga, man braucht keinen Plünderer, wenn man der C4 Meister ist. Oh mein Gott, wie er mich prefired. Okay, nice, Digga. Nice, Digga, okay. Kann ich meinen auch erspielen, Digga. Der einzige Typ, der schwitzt, ist einfach er hier. Mit seiner Elsat. Nee, ja, man kann die alle snacken, Digga. Ja, ja, normal. Boah, die sind alle auf C und die gucken alle in die andere Richtung. Hätte ich eine bessere Waffe. C-Spawn ist auch nicht so geil, ich mag den nicht. Mein Gott, Digga, ich rasiere mit der Vector. Lol. Lol, Digga, da war einfach noch einer. Alle da in der Ecke gespawnt. Oh mein Gott, ich kann Abschlusskette machen, ich schwör's dir. Wow. Ich hab auch Orbi. Ich hab eine Handgranate ab. Ja, oh mein Gott, die sind da hinten so. Ich kann da nicht hin, Digga. Mit der Vector kann ich das nicht challengen. Bruder, was geht da eigentlich ab? Ich weiß auch nicht, Digga. Das ist so der krasseste Spawn der Erde. Okay, ich geh lieber zu denen hier. Ich hab Orbi rausgehauen. Wow. Ja, die sind da heftig gespawnt gerade. Digga, das ist gerade so geil, Digga. Was ist Nein, das? Was? Marcel, der Teammate steht hinter ihm. Er steht hinter ihm, er killt ihn aber nicht. Ich muss hier los, Digga. Warte kurz. Oh mein Gott, ich dachte, das ist Orbi-Bug, dass der Gegner noch halt live angezeigt wurde. Digga, du musst mich beschützen, ich bin EMP-Granate. Obwohl er tot ist. Ja, ich hol ihn. Ja, Digga, das ist halt echt behindert. Einer nach unten. Du hast kein Orbi, ne? Nee, er hat ihn einfach nicht gekillt, Digga. Er stand genau hinter ihm. Einfach so. Einen Meter hinter ihm. Ich bin kurz vom nächsten Orbi, Digga. Ich bin gerade so ängstlich, Digga. Mann, ich werd die ganze Zeit EMP-Granate, Digga. Hör doch mal auf abzufucken. Okay, ich war jetzt noch richtig kurz.
Mann, Konterdrohne? Ja, ich bin. Oh mein Gott, das war so sweaty. Ich brauch seine Waffe, gib her. Welcher Mensch spielt nur einen ohne. Oh! Nein! Nein! Du Hurensohn! Ich war auf so einer geilen Streak. Du glaubst nicht. Er hat mich mit C4 geholt, nachdem ich seinem Kollegen. Wirklich, das war der krasse Turn, den ich glaube ich, einer der krassen, den ich jemals verteilt habe in COD, Digga. Echt jetzt? Ja, und dann wurde ich von C4 geholt, Digga, weil er wusste, dass ich da bin. Oh mein Gott, das war so ein kranker Turn-on. Mann, ich hatte glaube ich skrupellos oder so, Digga. Ich hatte auch skrupellos. Jetzt veräm ich, aber du irgendwer safe mich, jetzt bin ich so gut wie tot. Wo ist der Typ? Da. Ey, EMP-Gun hat echt belastet die Runde. Ja, aber ich. Alle zwei Sekunden. Eine Drohne. Okay, da hinten ist einer, komm her. Guck mal raus. Ja, okay, Digga. Also, manchmal haben die halt dieser BBC, Digga, was im Übrigen auf bestimmten Seiten für eine lustige Kategorie steht. Der hat manchmal 100 Prezi, Digga. Ich dachte, BBC, der Nachrichtensender. Nee, Digga. Digga, das erste, woran ich gedacht habe, war der Nachrichtensender, Digga. Also, so versaut bin ich noch nicht. Bei mir war es anders, Digga. Ah, Digga. Aber ist schon nice eigentlich. Okay, Bruder. Mann, Digga, BBC, hör doch auf, Mann! Ah, ich hab schon. Das war schon eine geile Runde eigentlich. Wieder eins vor Orbi gestorben, Digga. Ah, belastend. Digga, ich verstehe nicht, wie ich gestorben bin, Anton. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ich kann es nicht. Er hat das C4. Oh Mann, es war so. Wie viele Schüsse will er eigentlich noch schlucken? Es waren 8 Schüsse oder so. Ich hab's nicht hier. Ich hatte das Scoreboard drauf. Ja, Digga. Die Vector ist so eine geile Waffe, Anton. Hast du damit eigentlich auch mal ein richtig geiles Gameplay gehabt? Digga, ich hatte einen Triple Nuklear mit Vector. Echt? Solo, Herrschaft of Raid, ja, Mann. Boah, heftig, okay, Digga. Ich glaube, ich habe so eine Waffe gibt, wo die Geschichte nicht anfängt, und ich hatte damit fast eine Triple Nuklear. Aber die krasseste war eh die Runde wo, auf Cargo, Digga. Da wärst du unsterblich mit dem Cargo-Gameplay. Boah, das war echt heftig, Digga. Mit der M8 einfach. Wo ist denn der Dude hier? Ich hab das, glaube ich, nie hochgeladen, Marcel, das Gameplay. Da war irgendein Fehler dann. Boah, dieser BBC sweatet anders krass. Irgendwas war da, Digga. Ich hab dieses Gameplay nie hochgeladen. Oder ich hab's hochgeladen, hab's dann irgendwann gelöscht aus irgendeinem Grund. Wegen Musik oder so. Kann echt auch jetzt sein. Ja, das gibt's sicher, nicht auf meinem Channel. Sicher? Oder du hast es hochgeladen. Nee. Digga, als ob das nicht auf deinem Channel ist. Wirklich nicht. Mein Gott, doch, Digga. Doch, wirklich nicht. Ohne Mist. Ich bin einfach hinter dem. Das hätte man, glaube ich, nicht besser spielen können gerade. Das hätte man echt nicht besser machen können. Ja, ich weiß nicht, aber das ist jetzt sind auch zu wenig Gegner für den Nuklear drin. Es sind, glaube ich, nur 4 drin. Geschlachtet von mir. Ja, komm, Digga, dreh dich um, komm. Ja, ich habe aber ich hab schon mein Leben kassiert vom BBC. Lol. Ja, okay, die Lobby ist jetzt irgendwie. Ah, fuck, es sind, glaube ich, Hacker reingekommen. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt zurückgesetzt, dann ist Roto Commander vorbei. Oh, fuck. Läufst du echt in Gefahr, ne? Ja, normal. Übelst. Kann schon sein, Digga. Komplett, Digga. Aber ich glaube, diese Hacker sind eh fast nie deutsch, ohne Mist. Ich hab so selten deutschen Hacker gesehen. Deutsche haben so ein bisschen zu viel Stolz dafür, Digga. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Diese Hacker sind so kleine 11-jährige Engländer, Digga. Oh, jetzt habe ich kein Aim mehr, Digga. Mann, die zweite Halbzeit habe ich. Ich habe bis jetzt 3 Kills gemacht in der zweiten Halbzeit. Mann, Digga, BBC rape mich komplett, Anton! Jedes Mal verliere ich gegen ihn. Er raped dich. Ja, der BBC raped mich, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Ich werde nur noch die Ehre genommen. Ich trolliere dich hier ein bisschen. Ein V-Set. Hast du V-Set? Nee, ich. Hast du für ein V-Set? EMP wäre so geil, wenn du es jetzt erreichen würdest, Digga. Ich würde so feiern. Nein, Digga. Ah, dieser. Karma holt, Digga. Karma Leon. Leute, ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich war mir so sicher. Jetzt bin ich sowieso tot. Schnell durch. Für dich würde ich sterben, Karma. Digga, wie kommst du genau auf dieses Lied? Wegen Karma, Digga. Ja. Nein, das ist ein Geschütz. Ey, Anton,
Oh, was hab ich für ein Kill gemacht? Guck aufs Scoreboard, Digga. Ich hab diese Halbzeit 5 Kills bis jetzt. Oder 3 oder so, Digga. Ich brauch nicht viel mehr, Digga. Ich hab auch nur 5 Kills. 6 vielleicht. Das fuckt so ab, Mann. Die Runde war so nice am Anfang. Dann kommt dieser C4-Tod, man ist voll aus dem Flow. Ich meine, klar kann man mit der Vector nicht alles challengen. Ich mach's trotzdem. Ich spiel Vector wie, als ob ich eine in der Hand hätte. LOL. LOL, Mann, Digga. Jetzt ist die Runde scheiße. Egal, ist gleich vorbei. Komplette Scheißrunde. Mein Gott. Marcel, ich hab Kommando Knife kassiert vom Level 14er. Er steht 5 zu 26. Ich schwör's dir, er hat mir so ein Kommando Knife gegeben. Ja, Digga, wenn du das sehen würdest, ich würde die ganze Runde so glücklich machen. Ohne Mist. Digga, Alter. Mein Traum war es immer so 1 vor Triple, so Kommando Knife zu werden. In ja, BO2, Digga, wo Knife Kills schwerer sind als alles andere, Digga. Ich lass mich jetzt hier nicht mehr holen. Ey, die haben Triple Cap, lol. Oh mein Gott, er holt mich. Ey, jetzt ist vorbei. Schön auf Konterdrohne raus. Na gut, Leute, ey, dann. Mir wird so die Killcam geklaut, Alter. Ich hab extra für 60 gemacht. Ah, doch, ja. Ah, du hast es. Okay. Genieß ihn, Digga, genieß ihn. Okay, genießen wir nochmal. Ihr könnt schon mal in der Zeit ein Like da lassen, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ja. Wow, Digga. Ich baue doch 90s hoch direkt. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.